So, meine lieben Fußballfreunde, ihr seht, dass ich grinse. Ihr wisst ja auch, warum. Hertha hat gewonnen. 2-1 auswärts in Frankfurt. So gut hatte ich es mir nicht ausgemalt. Mein Tipp war ja 1-1 und da habe ich schon ganz ehrlich gedacht, ich tippe mal 1-1, aber eigentlich glaube ich gar nicht dran. Also, es macht einfach richtig Laune, auch wenn wir am Ende echt geschwitzt haben, muss ich wirklich sagen. Also wir haben, Yachi und ich und der ganze Stream haben am Ende mehr gezittert, als es hätte sein müssen. Aber scheiß drauf, 3 Auswärtspunkte, so wichtig nach der Länderspielpause fürs Selbstvertrauen. So wichtig für die Tabelle, 9 Punkte, wir sind wieder vor Frankfurt. Einfach nur wichtig und richtig. Jetzt gibt's wie immer hier meine Spielanalyse und heute mal eine positive Spielanalyse. Wirklich, es gibt auch viele negative Sachen, die werde ich auch ansprechen. Aber im Großen und Ganzen habe ich nichts zu meckern. Wir haben 2-1 gewonnen. Ein Hertha-Fan ist doch leicht zufriedenzustellen. 2-1, Hertha auswärts in Frankfurt, alles gut. Also jetzt meine Spielanalyse plus Spielernoten für die Hertha-Spieler wie immer. Und kommentiert gerne eure Spielernoten wieder in die Kommentare. Interessiert mich sehr und kommentiert gerne auch, wie ihr das Spiel gesehen habt. Ich versuche wie immer am Samstag bzw. am Sonntag, am Spieltag auf alles zu antworten. Erstmal wieder vielen Dank für den geilen Stream. Wir waren in der Spitze über 270 Leute. Danke für euren krassen Support, wie ihr mich unterstützt. Und es macht auch einfach immer wieder mega Bock. Und ihr seht ja auch, dass ich außerhalb von Hertha echt viel streame. Das heißt, ich streame nicht einfach nur für hohe Zuschauerzahlen. Es macht mir immer Bock mit euch. Wir haben eine richtig geile Community. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, lasst ein Follow oder ein Abo da. Folgt auch meinem Zweitkanal. Da lade ich dann immer die Highlights auch von Twitch hoch. Werd auch wieder unsere Ausraster zusammenschneiden. Diesmal mit Yachi. Ich weiß gar nicht, ob das jugendfrei ist, so wie der hier ausgerastet ist. Meine Nachbarn klopfen immer schön mit dem Besen oben an die Decke. Ja, aber kommen wir jetzt mal zum Spiel. Also, wir haben eigentlich echt gut angefangen, muss ich sagen, und haben uns überhaupt nicht hinten reindrängen lassen und sind ja dann auch relativ früh in Führung gegangen. Ich muss mir jetzt nochmal nebenbei die Spielstatistiken öffnen und natürlich auch öffnen, wie die Spieldaten waren. Die möchte ich danach mit euch analysieren. Also relativ früh in Führung gegangen, 6., 7. Minute. Ich habe mich noch aufgeregt über Darida und über Richter, dass es keine tollen Bundesligaspieler sind. Und dann macht Darida eine wunderschöne Flanke von der linken Seite, wirklich wunderschön auf den eigentlich komplett freistehenden Marco Richter. Der trifft den Ball nicht mal richtig, aber es war perfekt, weil hätte er ihn richtig getroffen, wäre der vielleicht gar nicht reingegangen. Ich dachte erst, die Flanke ist direkt reingegangen von Darida, aber nein. 1-0 durch Marco Richter, tolle Flanke, wichtiges und richtiges Tor, 1-0. Und ja, dann haben wir uns eine Zeit lang ein bisschen hinten reindrängen lassen, ohne dass Frankfurt aber wirklich zu krassen Chancen gekommen ist und hatten immer wieder gute Gelegenheiten. Also toll rausgespielte Gelegenheiten. Ich erinnere mich an einen Ball, der war unfassbar von Suazerda gespielt. Langer Diagonalball auf den nicht im Abseits stehenden Maxi Mittelstädt. Und der kriegt es einfach nicht hin, den Ball mal aus perfekter Stürmerposition für einen Linksfuß. Da musst du einfach nur aufs lange Eck schießen und der Ball ist drin. Aber Mittelstädt, so wie man ihn kennt, einfach ganz, ganz, ganz ungefährlich. Spielt den Ball quer in die Mitte, wo dann ein Frankfurter steht. Und dann wurde abseits gepfiffen, aber das wäre ja durch Videobeweis aufgehoben worden, hätte er einfach den Ball direkt reingemacht, weil er stand definitiv nicht im Abseits. Er stand nicht im Abseits, hätte er ihn direkt reinmachen müssen. Es war eigentlich für mich eine hundertprozentige Chance. Also besser kann ein Suazerda einen linken Flügelstürmer nicht in Szene setzen. Vorher auch schon eine Szene. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich liebe es. Ich liebe Mitty und die Jungs, es zu sagen. Und ich liebe Mitty auch als Menschen, aber fußballerisch für mich einfach wirklich nicht gut. Dann auch eine, ich glaube, die Situation war sogar vorher, hatte er eine riesen Chance, eine Kontersituation. Auch da Suazerda unfassbar den Ball ergrätscht und damit Frankfurt in der Vorwärtsbewegung. Er treibt den Ball nach vorne, spielt super auf Mittelstädt. 3-gegen-3 Situation und anstatt er den Ball hoch in die Mitte flankt, noch mehr Zeit kannst du als Flügelstürmer gar nicht haben. Der kriegt den Ball nicht mal hoch mit der Flanke, spielt er ihn flach genau in die Mitte und der Ball kommt nicht an. Also es war, diese Chance sah nicht so groß aus, aber es war eine Riesenchance. Auch da leider in Form von Mittelstädt nichts draus geworden. Dann noch eine Aktion, ich glaube, da hat sich Pekarik den Ball geholt auf Marco Richter, der mit einer tollen Flanke, also wunderschöne Flanke von Marco Richter. Wir haben ja schon mal so eine schöne Flanke gesehen, als ich glaube, Kellenkamp das Tor gegen Fürth gemacht hat. Wunderschöne Flanke von Marco Richter in die Mitte. Piontek setzt zum Flugkopfball an und da muss man sagen, also da erwarte ich von einem Piontek, ich habe ihn immer so hoch gelobt und gesagt, der ist viel, viel besser als Selke, aber den hätte Selke jetzt auch nicht viel schlechter geköpft, auch wenn ich natürlich eher für Piontek trotzdem bin. Und Piontek bestätigt mal wieder, dass er bei Hertha bisher leider nur ein Joker-Stürmer war, weil den muss er eigentlich machen. Also besser kannst du zum Kopfball gar nicht kommen. Klar, es war schwierig, da noch Wucht hinterzubekommen, weil es war ein, ja, fast schon ein Flugkopfball, möchte ich sagen. Aber da musste er ein bisschen zur Seite, musste den schon kriegen. Der war zentral auf Trapp, den konnte er gar nicht anders als halten. Also da eine Riesenchance und dann nochmal wieder Serda, für mich auch einer der überragenden Spieler mal wieder heute und diese ganze Saison. Toller Transfer, gehe ich später nochmal bei der Benotung drauf ein. Serda wieder ein toller Ballgewinn. Piontek dachte erst, er ist im Abseits, steht alleine vorm Tor und kriegt den Ball dann. War ein bisschen schwierig, weil er getippt ist mit links, nicht
am Torwart vorbei. Den hätte er sogar noch runterholen können mit links, weil Trapp schon so hochgesprungen ist und einfach nur einschieben müssen. Riesenchance, wieder eine hundertprozentige. Und dann dachte ich schon, Alter, das ist doch wieder so typisch Hertha. 1000 Chancen auf 2-0 und dann macht Frankfurt das 1-1. Aber man muss sagen, Frankfurt auch in der ersten Halbzeit extrem unsicher. Obwohl die gegen Bayern gewonnen haben, wieder dieser Fluch nach dem Bayern-Sieg, dass man nichts auf die Kette gekriegt hat. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, gegen Bayern hatten sie auch nur 2 Torchancen. Also war ja auch ein sehr glücklicher Sieg gegen Bayern. Und noch ein Torwartfehler bei dem Tor von Kostic. Unfassbar viele Fehlpässe von den Frankfurtern. Ist man gar nicht gewohnt, auch von so Leuten wie Hasebe. Haarsträubende, hanebüchende Fehlpässe. Wir haben es aber nicht gut genug, meiner Meinung nach, ausgenutzt. Und wir haben auch in der ersten Halbzeit nach dem 1-0, obwohl wir ja die Chancen hatten, wie ich es gerade gesagt habe. Also wir hatten bessere Chancen als Frankfurt. Aber Frankfurt hat uns schon gepresst am eigenen 16er. Unser erster Mann beim Gegenpressing war immer Piontek am 16er. Das ist einfach zu spät. Und das hat ja Dardai eigentlich auch schon selber bemängelt. In seiner Analyse bei der Pressekonferenz, dass wir zu spät pressen, wir wollen früher pressen. Also das war mir wieder zu spät und wieder viel zu viele Freistöße provoziert. Ja? Also gerade wenn ich weiß, Frankfurt ist sehr gut bei Standards, wir sind sehr schlecht bei Standards, provoziere doch nicht so viele Freistöße. Und Plattenhardt für mich auch wieder ganz, ganz schwaches Stellungsspiel, da ging auch nichts zusammen. Also die linke Seite mit ihm und Mittelstädt, da war ja Mittelstädt noch ein Zauberfußballer dagegen. Also so viele Fehlpässe, die er eingeleitet hat, schlechte Ballannahmen, keine Zweikämpfe gewonnen, ganz, ganz schlechtes Spiel von Platte. Und bei dem einen Freistoß, wo das war die einzige wahnsinnig große Chance eigentlich für Frankfurt in der ersten Halbzeit, da hat Schwolo auch sehr gut gehalten, wo der komplette Rückraum, da frage ich mich auch, was macht ein Boyata, was macht ein Askasiba, was macht ein Starke, sind alles Abwehrschuss, was macht Schwolo, warum sagt denn da keiner was, der ganze Rückraum war leer. Und das gab es 2-3 Mal. Gut, wir sind dann mit einem 1-0 in die Pause gegangen, aber ich dachte schon, ey, jetzt nach der Pause wird bestimmt Frankfurt wieder ja, ganz anders rauskommen, als sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, weil es war wirklich eine schwache erste Halbzeit von denen. Wir hätten locker 2-3-0 eigentlich auch führen können, ganz ehrlich. Also ist jetzt nicht übertrieben. Frankfurt kam da mit massivem Pressing raus und hat wirklich gedrückt, gedrückt, gedrückt. Aber so richtig klare Torchancen konnten sie nicht erarbeiten. Warum? Weil unsere Defensive, gerade in der Innenverteidigung, man merkt es einfach, Boyata hat ein tolles Stellungsspiel, muss man einfach so sagen, auch mit Stark zusammen alles rausgeklärt hat. Auch Pekarik auf Aufopferungsfolge arbeitet unfassbar, der Typ. So richtige Chancen haben sie nicht herausgespielt, aber wir sind überhaupt nicht mehr rausgekommen. Es war ganz, ganz schlimm. Wir sind überhaupt nicht mehr rausgekommen, bis ich dann nach dem Hund geschaut habe und Darida wieder mit einem tollen, ich glaube Darida war es, mit einem tollen öffnenden Pass auf Mittelstädt, der diesmal wieder mit einer Flanke, wo ich eigentlich sage, was soll Belfodil damit anfangen, wieder flach. Aber Ekelenkamp ist mitgelaufen, Belfodil kommt gar nicht an den Ball und Ekelenkamp kommt vom rechten Flügel und macht sein Joker-Tor zum 2-0. Und da dachte ich eigentlich, es wäre gelaufen. Ich meine, es waren noch 25 Minuten zu spielen, aber Hertha hat es eigentlich im Griff. Und dann völlig unnötiger Elfmeter, wo ich immer noch sage, also ganz ehrlich, wie gesagt, schändet mich wieder in den Kommentaren. Ich habe das Regelwerk nicht so drauf, aber das ist für mich ein absolutes Foulspiel. Auch wenn Paciencia da nur schwach schubst. Er schubst halt stark im vollen Sprint voll in den Torwart rein. Unabhängig davon, dass ich finde, Schwolo sieht danach trotzdem nicht gut aus, muss er sich, wie Jachmann das auch schon attestiert hat, er muss sich erstmal orientieren, er weiß nicht, wo der Ball ist und dann foult er ihn halt. Also das ist für mich eine klare Fehlentscheidung gewesen. War ein Foul von Schwolo, klar, aber ich verstehe nicht, warum der Videoschiedsrichter da nicht eingreift. Ist eine andere Spielsituation, sagen jetzt manche, ich check's nicht, warum der nicht eingreift und ich check nicht, wie man da Elfmeter pfeifen kann, weil das für mich ein klares Foulspiel vorher ist. Gut, sei es um 2-1, wir haben es dann über die Zeit gebracht. Insgesamt stehen zu Buche 13-12 Torschüsse von Frankfurt gegen Hertha, wobei ich sagen muss, wir hatten schon die klareren Chancen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende auch nochmal eine gute Kontersituation und endlich mal eine tolle Laufleistung, eine richtig tolle Laufleistung hatten wir. 117,73 Kilometer, Wahnsinn, Respekt an die Mannen, die da auf dem Feld standen. Laufleistung von Frankfurt 115. Wieder haben wir deutlich weniger Pässe gespielt, das stört mich ja in jedem Spiel. Frankfurt mit 485 Pässen, wir mit 346 Pässen. Wir wieder mit einer hohen Fehlpassquote, die deutlich höher auch war als die war diesmal nicht höher als die von Frankfurt, aber trotzdem deutlich höher als sie eigentlich sein sollte mit 71%, Frankfurt mit 78%. Ballbesitz Frankfurt 59, wir 41. Wir haben halt große Teile des Spiels wirklich sehr passiv hinten drin gestanden. Zweikampfquote haben wir aber gewonnen und das lag an bestimmten Einzelspielern, auf die ich gleich nochmal eingehe. 53% Zweikampfquote. Und ansonsten Ecken haben wir viel zu viele verursacht, muss man schon sagen, 7-4 für die Frankfurter, aber am Ende ist alles scheißegal, 3 ganz, ganz, ganz wichtige Punkte und jetzt haben wir nicht so einen Druck im Heimspiel gegen Gladbach, auch wenn ich mir wünschen würde, dass wir da punkten, aber das war ein ganz, ganz wichtiger Dreier, 9 Punkte, 3 Siege aus 8 Spielen, ist keine tolle Bilanz, aber wir sind erstmal wieder gesichert, sollten uns nicht drauf ausruhen, sondern sollten damit Selbstbewusstsein drauf aufbauen, aber jetzt muss ich ganz ehrlich nochmal über Paul Dardai sprechen. Es war für mich wirklich spielerisch
auch anzusehen, es war jetzt knapper, als es eigentlich hätte sein müssen. Es war spielerisch das absolut beste Spiel für mich von Hertha in dieser Saison. Ja? Besser als das Spiel gegen Bochum, besser als das Spiel gegen Greuther Fürth, auch besser als das Spiel gegen Freiburg, wo es ja teilweise eigentlich sehr gut aussah, schon, muss ich sagen, also für unsere Verhältnisse. War das beste Spiel, super Kombination teilweise auch. Es gibt Einzelspieler, die sind echt herausragend, die werden immer besser, komme ich gleich zu. Aber Pahl hat es für mich wieder fast vercoacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nach der Halbzeit und Platte und Mitty waren wirklich schlimm in der ersten Halbzeit. Auch wenn Mitty am Ende noch einen Assist gemacht hat. Platte und Mitty, linke Seite war schlimm. Und du hast in der zweiten Halbzeit gesehen, alles lief von Frankfurt über die rechte Seite, weil bei uns Plattenhardt und Mittelstädt gar nicht online waren. Plattenhardt hat seit der 45. Minute gewirkt, als ob er einfach fitnessmäßig überhaupt nicht mehr konnte. Wieso wechselt Dardai nicht? Er wartet wieder bis zur 60. und wechselt wieder nicht die linke Seite aus. Ich weiß, wir haben sehr viele Verletzte. Wir haben ja auch einen Luka Netz abgegeben und mit Mittelstädt und Plattenhardt haben eigentlich die beiden ja, nominellen Linksverteidiger gespielt. Aber dann hättest du auch Mittelstädt nach hinten ziehen können oder du hättest einfach Jastrzemski und Maolida gebracht, wie auch immer. Oder nur Jastrzemski, aber du musst eigentlich Plattenhardt rausnehmen. Zumindest Plattenhardt. Eigentlich auch Mittelstädt, aber zumindest Plattenhardt. Ist für mich unersichtlich. Und in der Situation hätte auch fast das 1-1 fallen können und dann wäre alles nach hinten losgegangen. Hätten wir das Spiel auch verlieren können und dann wäre es genauso geendet, genauso vercoacht gewesen, weil Dardai zu lange mit seinen Wechseln wartet und dann die falschen Leute auswechselt, wie gegen, jetzt fange ich hier schon an zu spucken, wie gegen Köln im ersten Spiel, wo wir auch früh 1-0 geführt haben und dann einfach nicht die richtigen Leute ausgewechselt haben. Ist jetzt alles gut gegangen, ich will jetzt auch nicht schimpfen, der Trainer weiß es besser als ich. Ich bin ja kein Profitrainer, aber trotzdem, das hätte wieder ins Auge gehen können und das hätte sich Dardai anhören müssen, warum er wieder erst in der 65. wechselt oder in der 60. warum diese Spieler. Am Ende ist alles gut gegangen, Mittelstädt wurde nicht rausgenommen, der hat einen Assist gemacht und der eingewechselte Kellenkamp hat getroffen. Sehr schön, zweites Saisontor. Aber, wie gesagt, das muss er sich, finde ich, von mir gefallen lassen, weil das war sehr riskant, meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir zu den Einzelbewertungen. Ja, Schwolo im Tor. Also, ich kann es nur immer wieder sagen, er war jetzt nicht zwangsläufig schuld an diesem Elfmeter, weil das ist wirklich schwer. So ein Stark mit seinen 90 Kilo rauscht in dich rein. Du fällst um, musst dich dann orientieren, dass er dann den Ball nicht trifft. Okay, kann passieren. Aber ey, fußballerisch auch eine absolute Katastrophe. So oft Zeit gehabt, einen Seitenwechsel zu machen, wenn er zurück angespielt wurde. So viele schlechte Bälle nach vorne. Strahlt einfach keine Sicherheit aus. Klar, einen Ball hat er echt gut gehalten, nachdem er noch abgefälscht war, wo der ganze Rückraum frei war. Das war übrigens in der zweiten Hälfte noch 3-4 Mal so, dass der Rückraum frei war, was ich einfach nicht verstehe, warum Hertha bei Standard so schlecht verteidigt. Aber Schwolo einfach seit dem Wechsel zu uns einfach immer unglücklich, halt keine unhaltbaren Bälle, kommt auch nicht so raus, dass man sagt, boah, da ist eine Präsenz wie damals Drobny. Der ist einfach immer rausgekommen, hat die Bälle abgefangen. Das war eine richtige Präsenz einfach. Ich habe bei Schwolo immer Angst, auch wenn er fußballerisch was machen muss. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt, wie gesagt, noch ein Fass aufmachen muss, aber irgendwie ist er kein sicherer Rückhalt und ich glaube, auf kurz oder lang muss und wird Christensen ihn ablösen. Ich habe Christensen jetzt nur bei der U21 von Dänemark gesehen, da hat er mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, was er für ein Potenzial hat, aber Schwolo leider 8 Millionen bisher in Sand gesetzt. Vielleicht sollte man auch einfach mal am Pokalspiel antesten, ob nicht einfach ein Christensen besser hält. Also für mich wieder ein ganz schwaches Spiel von Schwolo. Einfach ein ganz schwaches Spiel. Ein richtig guter Torwart kann so einen Elfmeter, auch wenn er sich für eine Ecke entschieden hat, vielleicht mit dem Fuß auch noch abwehren. Der war ja nun wirklich nicht gut geschossen. Ich weiß nicht. Also ich kann da einfach keine gute Note geben. Er war jetzt auch nicht schuld, sage ich mal, groß an irgendwelchen Sachen. Weil er einen Ball auch gut gehalten hat, gebe ich ihm eine 4,5. Aber fußballerisch war das wieder unterirdisch. Ja, mein Freund Plattenhardt. Also unterirdisches Spiel. Ich weiß nicht, ich war früher so ein Fan von ihm unter Dardai und Dardai liebt ihn ja scheinbar auch. Ich meine, wir haben keine großen Alternativen, ich weiß, aber den kannst du dir nicht angucken. Und dass der wieder mal 90 Minuten spielen durfte, ist eigentlich wirklich ein Witz. Und da muss man sich wirklich fragen, hat Dardai seine Lieblinge? Weil das geht einfach nicht, egal wie viele Verletzte wir haben. Plattenhardt hätte ja auch gespielt, wenn Jordan fit wäre. Und ich hätte lieber einen Jordan als eigentlich ausgebildeten Innenverteidiger auf der Linksverteidigerposition in der Viererkette als einen Plattenhardt. So viele gefährliche Ballverluste, so viele schlechte Bälle in die Gefahrenzone, ob das Einwürfe waren, ob das Pässe waren, ob das rausgekloppt war, so viele Fehlpässe, so viele verlorene Zweikämpfe, die einfach nur riskant waren, so wenig Spritzigkeit. Für mich einer der schlechtesten auf dem Platz eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, kriegt von mir eine 5,5. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so hart findet, aber ich fand den echt ganz, ganz schlimm heute wieder. Niklas Stark. Wie gesagt, der gefällt mir immer besser, wenn er mit Boyata zusammenspielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat eigentlich soweit, außer jetzt vielleicht bei den Standardsituationen, wo mal im Rückraum jemand stand, alles rausgefischt mit Boyata zusammen, was da hinten ging. Gutes Stellungsspiel, gute Abstimmung. Mir gefällt die Viererkette sowieso sehr gut, muss ich sagen. Kriegt von mir eine solide 3. Boyata, ein, zwei Querschläge, aber ansonsten, Alter, was der da wieder rausgeköpft hat. Also ein fitter Boyata ist wirklich Gold wert, muss man wirklich so sagen. Ein, zwei gefährliche Bälle wieder gespielt, so wie man ihn kennt. Aber
der köpft und klärt da, also das ganze Spiel Dinger raus, musste wirklich eine gute Note geben. Die Abwehr stand, muss man ja ehrlich so sagen, auch in den Zeiten, wo Frankfurt Druck gemacht hat, haben sie ja nie wirklich Torchancen entwickelt, weil Boyata da wirklich eine starke Abwehrleistung mit seinem Innenverteidiger-Kollegen Stark hingelegt hat. Für mich Boyata eine glatte 2, muss ich ganz ehrlich so sagen, auch wenn da ein paar Fehler wieder mit drin waren. Absoluter Stabilisator in der Innenverteidigung. Ich würde auf lange Sicht, glaube ich, gerne mit Boyata und Marton Dardai in der Viererkette spielen. Pekarik. Also Pekarik, fußballerisch vielleicht nicht immer die absolute Leuchte, aber sowohl in der ersten Halbzeit in die Offensive, kämpferisch, also unfassbar, was der mit, wie alt ist der mittlerweile, 34 Jahren, wird jetzt 35, was der da hinlegt, unfassbarer Musterprofi, so viele geile Zweikämpfe gewonnen, klar, ab und an wird er auch mal ausgetanzt, weil er nicht mehr der Jüngste und Fitteste ist und gegen Kostic ist das auch keine Schande, aber für mich einfach eine unfassbare Leistung, wie der sich in jeden Zweikampf reingeworfen hat, eine 1,5 von mir, richtig, richtig tolle Leistung. Kommen wir zu Askasibar, sehe ich zwiegespalten. Also kämpferisch ist er gut, der macht auch wenigstens sein Maul auf, aber der hatte echt 3-4 Fehlpässe, wo ich sage, Alter, was macht der da? Nimm mal den Schuhspanner bitte aus dem Schuh raus. Also ganz, ganz schlimme Bälle teilweise gespielt, manchmal auch komisches Stellungsspiel gehabt. War jetzt nicht der Beste auf dem Platz, war aber auch nicht katastrophal, hat es gut hinten zusammengehalten auf der Sechserposition. Macht wenigstens mehr den Mund auf als ein Toussaint, muss ich sagen. Spielerisch natürlich ein bisschen schwächer als ein Toussaint, wobei da in dieser Saison bisher auch noch nichts kam von einem Toussaint. Kriegt von mir eine 4. Darida. Ja, Darida, ja, immer so ein Spieler, wo ich sage, boah, jetzt dreht er sich wieder nach hinten um und wieder Ball nach hinten und wieder Ball nach hinten. Aber der hat richtig Selbstvertrauen gehabt. Nach seinem schönen Assist hat er so oft, ist er einfach genau das, was Serda ja immer so gut macht, wenn er einen Ball bekommt, nicht wieder nach hinten umgedreht oder nach hinten gespielt, sondern einfach mal ins 1 gegen 1 oder ins 1 gegen 2 gegangen, Ball nach vorne verteilt. Hat auch das 2-1 ja mit seinem vorletzten Pass super eingeleitet. Hat mir sehr, sehr gut gefallen heute, Darida. Kriegt von mir eine glatte 2. Sehr gutes Spiel von ihm. Ich weiß gar nicht, der wievielte Assist war es diese Saison. Letzte Saison auch bester Assistgeber. Schon wieder 3 Assists auch diese Saison. So viel, wie ich mich über ihn aufrege. Tolles Spiel wieder von ihm, Laufleistung könnte man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken, wäre wahrscheinlich wieder einer der Besten heute gewesen. Tolles Spiel von ihm. Kommen wir jetzt zu Suat Serdar, für mich der überragende Mann, noch besser als Pekarik auf dem Platz. Er hat keine direkte Torbeteiligung gehabt, aber ihr müsst euch das mal geben, in der ersten Halbzeit, dieser Ballgewinn an der Seitenlinie, wo er Mittelstädt in Szene setzt, wo Mittelstädt dann aber diesen flachen Scheißball spielt. Dann dieser Ball, wo Mittelstädt eigentlich nur abziehen muss und es 2-0 machen kann, Traumball. Dann gab es 4 Situationen, wo er einen Ball verloren hat und immer wieder hinterhergekämpft hat, teilweise den Ball bekommen hat, teilweise auch nicht. Und dann gab es 3 Situationen und das ist das, was Serdar so stark macht. Auf engstem Raum, eigentlich bei uns auf der Sechserposition, gewinnt er den Ball und geht ins 1 gegen 2, 1 gegen 3, zieht 3 Leute auf sich und ist so ballsicher, dass er an diesen 3 vorbeigeht mit dem Sprint und dann ist natürlich alles offen, weil er 3 Leute auf sich gezogen hat und dann kann er den Ball spielen. Also unfassbar guter Fußballer. Ich weiß nicht, was bei dem letztes Jahr schief lief, bei Schalke war er auch viel verletzt, aber das ist bisher der beste Transfer von Freddy Bobic, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich ja auch von Anfang an gefreut, der hat ja auch die beste Vorbereitung von allen gespielt. Toll, 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 also wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es zu glorifiziere, aber für mich ein unfassbarer Fußballer, wirklich. So viele geile Aktionen und nicht nur bei den geilen Aktionen, auch nach den schwächeren Aktionen von ihm rennt er hinterher und versucht den Ball zu erkämpfen mit einer Grätsche. Ist körperlich, ist robust, hat die Übersicht, also für mich eine glatte 1. Ich weiß nicht, ob ich jetzt übertreibe, schreibt mir eure Meinung dazu rein, für mich eine glatte 1. Ja, Marco Richter. Marco Richter, eigentlich bisher das beste Spiel im Hertha-Dress, muss man sagen. Nicht nur wegen seines Tores, auch eine schöne Flanke gemacht. 1, 2, 3 Mal hätte ich mir gewünscht, geh doch mal ins 1 gegen 1, trau dich doch mal und spiel jetzt nicht so einen verhungernden Pass. Aber für ihn das beste Spiel bei uns bei Hertha, wir brauchen es jetzt aber auch nicht überbewerten. Tor gemacht, das gibt natürlich Pluspunkte, schöne Flanken gemacht, aber auch relativ früh rausgenommen, habe ich auch gar nicht verstanden. Ich hätte dann eher Mittelstädt rausgenommen, Mitty, anstatt Richter, der ja heute einen guten Tag hatte, kriegt von mir eine 2,5. Ja, Mitty wieder mal einen Assist gemacht, wie auch schon gegen Freiburg, aber auch gegen Freiburg hätte er das 2-2 machen müssen, ja, und das kann er einfach nicht. Er ist für mich kein guter LV, aber er ist für mich noch ein schlechterer linker Flügel, muss ich ganz ehrlich so sagen. Assist hat er gemacht, der war auch sehr, sehr wichtig für uns. Das gibt natürlich vielen Pluspunkte, aber in der Defensivbewegung, in Fehlpässen, in generell Situationen, die er ja hatte, durch Suat Serdar, durch Darida, die ihn in Szene gesetzt haben, kam da viel, viel, viel zu wenig. Nicht ganz so schlecht wie Plattenhardt. Und natürlich mit dem Bonus des Assists, weil wir 2-1 gewonnen haben, kriegt er von mir eine 4. Wobei, ohne den Assist wäre es wahrscheinlich eher eine 4,5 oder eine 5 gewesen. Piontek. Ja, Piontek, muss ich sagen, hat zwar
teilweise ganz gut auch Bälle behauptet, in Kopfballduellen besser, hat mir auch besser gefallen als Selke, hat sich wenigstens Chancen erarbeitet, aber war auch ein schwaches Spiel von ihm, muss man ja leider auch so attestieren, war nicht gut, reicht für mich nur für eine 5, hatte 200%ige, hat kein Tor daraus gemacht, ist dann für mich eine glatte 5. Dann kam rein Ekelenkamp, ja, Tor super gemacht, super durchgesprintet, macht auch nicht jeder auf der Position, hat natürlich so halb irgendwie auf dem rechten Flügel gespielt, das ist eigentlich gar nicht seine Position, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, aber wir haben halt kaum Flügelspieler. Hat ein Tor gemacht, aber ansonsten sehr, sehr dünne, kaum mal einen Ball festgemacht, kaum mal einen Ball nach vorne gespielt. Das Tor müssen wir ihm anrechnen, aber sonst war es jetzt keine gute Partie, kriegt von mir eine 3,5, ohne das Tor wäre es wahrscheinlich eine 4 oder eine 4,5. Belfodil reingekommen, keine Torchance erarbeitet, aber hat mir beim Ballbehaupten und auch beim Bälleverteilen eigentlich gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Belfodil, kein schlechtes Spiel von ihm. Der Bruder kriegt von mir für seine Zeit nach der Einwechslung eine 3,5. Dennis Jastrzemski kam dann auch noch in der 73. Ja, war kurz drin, hat aber heute leider nicht geglänzt. Seine Aktionen waren nicht von Erfolg gekrönt, beziehungsweise auch nicht vom nötigen Glück, war auch nicht besser als Mittelstädt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Auch keine Torbeteiligung, dann kriegt er von mir nur eine 4,5. Boateng kommt zu spät rein, um ihn zu bewerten. Hat er aber ein, zwei gute Aktionen, muss ich sagen. Aber man merkt einfach, dass er nicht fit ist. Also mal zwei, drei Sprints hast du gesehen, der ist einfach nicht auf Bundesliga-Niveau, was die Fitness angeht. Aber fußballerisch war es noch ganz gut. Bewerten würde ich das jetzt trotzdem ungern. Ansonsten ist es mir jetzt auch alles scheißegal. Für mich Suat sehr der überragender Mann, Pekarik überragender Mann, auch ein Boyata sehr, sehr wichtig, auch ein Darida sehr, sehr wichtig. Schreibt mir gerne eure Benotung in die Kommentare. Schreibt mir gerne, wie ihr das Spiel empfunden habt. Ich bin echt fertig jetzt, ey. Ich werde mich, glaube ich, gleich nochmal auf den Mittagsschlaf hinlegen. Aber das war echt ein geiles Spiel. Wichtig, wo stehen wir jetzt in der Tabelle? Wir sind jetzt in der Tabelle auch nur auf Platz 12. Tordifferenz ist halt immer noch Katastrophe mit minus 11. Aber das Gute ist, wir werden jetzt erstmal nicht auf dem Abstiegsplatz bis nächste Woche landen. Und mal gucken, wie Gladbach morgen nachher spielt gegen Stuttgart. Die haben wir als nächstes zu Gast. Da wäre ein Punkt natürlich super. Sehr, sehr wichtiger und richtiger Sieg. Hau he. Und ja, nächste Woche sehen wir uns im Stadion. Bis dann, Freunde. Ciao.